Bam. So. Und das reicht jetzt. So. Willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Heute mal ganz seriös hier eben noch dieses Intro-Dings da nochmal mit abgespielt. Na, zumindest so viel noch halt drauf war. War zwar jetzt nicht alles drauf, aber ist, denke ich mal, auch keine Schande. So interessant ist das nun auch nicht. Ja. Ihr werdet jetzt denken, was, ich habe das gespielt, weil hier Tim angewählt ist. Nee, das habe ich nur gemacht, um eben einen Soundtest zu machen. Und daher muss ich gleich nochmal ganz kurz gucken, ob der Sound trotzdem noch in Ordnung ist, weil Euro Truck Simulator 2 ist mit Abstand der größte Sorgenkind, was Audio-Dings betrifft. Ja, genau. Das meine ich nämlich. Wir müssen nochmal ein bisschen die Gesamtlautstärke runterschrauben. Sonst könnte das katastrophal enden. Stellen wir das mal auf die Lautstärke. Ja, ein bisschen mehr. Sagen wir mal ungefähr so ist die Lautstärke jetzt. Und ist, denke ich mal, jetzt so okay. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir irgendwie wieder hier zurück. Und fahren weiter. Wir waren gerade mit Explosiven. Wir stoppen auf dem Weg von Calais nach Lyon. Und kriegen dafür irgendwie ungefähr 29.000 Euro. Und hatten hier eine ganz, ganz tolle Position ausgesucht, um uns hier niederzulassen und um hier zu campen wahrscheinlich. Aber da haben wir leider keine Zeit für. Leider müssen wir weiterfahren. Können jetzt hier keinen Campingurlaub machen. Naja, ist aber nicht mal auch nicht so schlimm, denn wir müssen ja Geld verdienen. Und ein LKW, der steht, macht keinen Gewinn. Deswegen würde ich sagen, geben wir langsam Gas. Seit der letzten Aufnahme habe ich wieder überhaupt nichts weitergemacht hier bei dem Spiel. Das lag auch daran, dass ich keine Zeit hatte, diesmal aber aus anderen Gründen. Weil ich da so eine diverse Feier hatte und deswegen habe ich das noch umso weniger geschafft. Und, ja. Selbst wenn mir eh schon immer die Zeit fehlt, kam das dann noch mit drauf und dann war noch weniger als keine Zeit. Also, genau. Schille. Da war so wenig Zeit, da ist ein Wort schon zu viel. Also ganz schön wenig Zeit, sagen wir es mal so. Und ja. Ich sehe, der Kollege überholt uns hier, deswegen würde ich mal sagen, bleiben wir auch mal schön am Gas, weil wenn der hier schneller als 80 fahren darf, dann darf ich das jetzt auch. Richten wir uns ganz einfach an dem. So, 90 leider begrenzt. Es gibt da einen Mod, der verhindert, dass das bei 90 abgegrenzt, also abgeregelt ist. Jedoch, ich will es, wie gesagt, realistisch halten, das sage ich aber auch nicht zum ersten Mal jetzt. Weil ich finde, dass wenn dieses Abregnungsding raus ist, ist wie wenn man jetzt einen Mod reinmacht, dass der LKW fliegen kann irgendwie. Okay, das war jetzt etwas zu extrem, aber trotzdem ungefähr ist das dann gleich. Es soll ja trotzdem realistisch bleiben wie in echt. Ja. Ich denke mal, das war jetzt kurz und kompakt zusammengefasst, was ich damit meinte. 7, 6, 8 Kilometer noch. Okay. Ich habe übrigens, das kann ich ja mal ganz kurz erzählen, ich habe etwas gekauft. Nein, es geht nicht um einen FSX Add-on, ausnahmsweise mal. Nein, es geht um ein Spiel, was erschienen ist, glaube ich. Moment. Ich glaube am 22. oder 23. Mai 2014. Für diejenigen, die das Video jetzt irgendwie woanders mal gucken. Wenn das überhaupt jemand guckt. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja immer so mein Gedanke, dass es keiner guckt. Deswegen steht ja dieses Projekt leider oft auf der Liste der abzusetzenden Projekte. Deswegen bin ich mir nie sicher, ob das immer die richtige Lösung ist. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute das jetzt hier gucken. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr das bis hier jetzt mal geguckt habt. Oder ob ihr das regelmäßig verfolgt, denn wenn ich mich recht entsinne, sind das gar nicht mal so viele. Naja, gut. Ich habe auf jeden Fall also das Spiel, von dem ich hier rede, das habe ich vorbestellt gehabt. Das war nämlich so eine spezielle Edition, die am ersten Tag nur, nee, für die, die es, glaube ich, vorbestellt haben, die
nochmal ganz neu. Also die Leute, die es vorbestellt haben, haben diese spezielle Edition bekommen. Und da war ein bisschen mehr dabei als nur das Spiel selbst. Sagen wir so, der Rest, der dabei war, ist eh nur für eine Arsch, aber trotzdem immerhin ist es dabei. Und zwar, ich lüfte das Geheimnis. Und zwar handelt es sich um Tropico 5. Einige von euch werden sich bestimmt noch daran erinnern, dass ich damals mal in Tropico 3 oder 4... Moment, das weiß ich jetzt gar nicht. 3 oder 4? 3 oder 4? Ich gebe einfach mal bei YouTube irgendwie bei den Videos mal 4 ein. Vielleicht kommt da irgendwas. Ich meine, das war Tropico 4, ne? 4. Ja, Tropico 4. Mit den wunderschönen Teilen, ein guter Anfang. Bauen, was die Bürger wünschen. Da muss übrigens noch ein Komma rein. Tim, was hast du damals getan? Achtung, Tsunami, das Dorf wird ausgebaut und da kam der Tornado und das Erdbeben noch oben drauf. Erste Schritte in der Touristenzone. Wir testen einen Cheat. Und dann Rollercoaster Tycoon 3 und Luxander Tycoon und ein baureiches Ende. Ja, das waren jetzt gerade, ich bin gefahren wie besoffen, aber dafür habe ich das vorlesen können nebenbei. Das waren die Teile von Let's Play Tropico 4. Ich habe so viele Spiele auf meiner Liste, wo ich mir sage, Mensch, das ist doch ein Let's Play wert. Ich habe aber so viele Projekte am Laufen, dass ich das nicht schaffe. Ich würde gern ein Let's Play machen von GTA... Ne, was heißt, ich würde gern... Ich mache das ja auch, das habe ich ja versprochen. Das werde ich auch tun, weil das meiner Meinung nach eines der besten Spiele ist, die es überhaupt gibt. Das Spiel ist Hammer, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich lasse darauf nichts zukommen. Eines der wenigen Spiele, die wirklich, finde ich, wirklich richtig gut sind. Dann hatte ich eventuell vor, wie gesagt, Tropico 5. Dann hatte ich eventuell, was hatte ich da noch vor, Mensch? Tim weiß gerade nicht, wovon er redet. Das Problem ist, GTA 5 ist das letzte Projekt, was ich noch aufnehmen kann. Dann habe ich so viele Projekte, dass ich nicht mehr kann. Dann wahrscheinlich muss auch bis GTA 5 dann kommen, irgendein anderes Projekt dafür weichen. Das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Und ihr habt da andauernd ja auch Wünsche, was für Spiele das sein, was für Spiele ich da mal machen sollte. Jedoch ist das Problem, dass ich keine Posten mehr frei habe. Um ein Projekt ernsthaft zu starten, fehlen mir die Posten. Deswegen gibt es auch keinen Train Simulator, weil ich ja schon gesagt habe, dass das in meiner Hinsicht Quatsch ist, weil man da andauernd neue Maps am Kaufen ist. Zum Beispiel bei FSX braucht man die nicht kaufen, weil die ganze Welt eh schon drauf ist, aber beim Train Simulator muss man die kaufen, weil man sonst überhaupt nichts hat. Finde ich mal ein bisschen schade, dass beim Train Simulator so aus dem Ruder läuft da. Und es gibt wenige gute, kostenlose Maps. Das habe ich ja schon mal erzählt, die Geschichte. Aber finde ich einfach ein bisschen schade. Und da gibt es halt, wie gesagt, diese für Tropico 5, für die, die das zum ersten, also jetzt am ersten Tag dann bekommen haben, weil die es vorbestellt haben, gibt es da die sogenannte, wie heißt es, Limited Day One Edition. Das ist im Prinzip das ist eine Edition. Hier steht vorne noch extra drauf. Beinhaltet offiziellen Tropico Reisepass, Reiseführer, gedruckte Postkarte. Echt? Ich hätte nicht gedacht, dass die gedruckt ist. Ich meine, ich kenne nur gedruckte Postkarten. Was soll das denn sonst sein? Gemalt oder was? Da sitzen ja welche Autos und malen die dann, ne? Wie heißen die Dinger da, wo auch die Künstler ihre Bilder malen? Ach, Kacke. Ja, und dann malen die das dann, ne? Die haben auch nichts zu tun. Und deswegen ist es dann künstlerisch wertvoll, ja? Das hat noch so einen wertvollen Hintergrund dann, das Ganze, ne? Ja, auf jeden Fall eine sage und schreibe gedruckte Postkarte sowie exklusiven DLC Bayou del Olfato. Was das sein soll, keine Ahnung, ist bestimmt eine Insel. Aber ich darf mich ja mal ganz kurz dazu äußern. Das Spiel selbst wollte ich jetzt heute noch installieren, aber zu den Sachen, die dabei sind. Ich kann euch sagen, es ist keine Schande, wenn ihr nicht die Day One Limited Edition habt. Das hat ganz einfach einen Grund. Die
Die Postkarte ist ja noch ein nettes Gimmick, aber richtig, ja, das braucht man nicht. Hat man da so einen Reiseführer, da steht eh nur Schrott drin. Das ist jetzt kein Reiseführer, der sinnvoll ist, der ist eher so ein bisschen, ja, humorvoll geschrieben, aber trotzdem, das ist, finde ich, auch nicht witzig irgendwie. Also in meiner Hinsicht ist dieser Reiseführer unnötig. Aber die Postkarte, ja, die ist schön. Und da dabei ist dann eh das Handbuch, dieses DLC habe ich bisher noch nicht getestet. Achso, und was ich sagen wollte. Eventuell hatte ich auch vor, dann eventuell Cities in Motions zu machen. Das ist. Kacke, kacke. Zu viele Projekte am Laufen. Also ich nehme jetzt ungern noch ein Projekt neu auf. Das muss ich sagen. Weil ich will nicht pro Wochenende 5 Aufnahmen machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Entweder lieber weniger Projekte und dafür jedes einzelne richtig. Ne? Also irgendwie, damit ich da auch mit voller Professionalität, wie ich halt bin, dran gehen kann. Deswegen hat das immer so seine Macken, das Ganze. Naja. Aber bis GTA 5 für den PC raus ist, würde es auch eh ein paar Jahre dauern. Habe ich zumindest das Gefühl, weil irgendwie. Man erzählt viel, aber es tut nicht. Es tut sich überhaupt nichts. Daher ist das, denke ich mal, noch in ferner Zukunft irgendwann erst. Bis das ernsthaft ein Gesprächsthema wird. Und wer weiß, was bis dahin passieren wird. Ob ich dann hier schon. Total am Ende bin mit dem ganzen Gedöns oder. Also irgendwie. Ich denke mal, das können wir dann erstmal genauer planen. Wenn es dann soweit ist, man weiß auch nicht, wann das ist. Geschätzt in 10 Jahren. Und wie viele Posten wir dann haben, das gucken wir dann nur kurz vorher. Ja, aber wenn ich mich recht entsinne, hatten wir damals bei Tropico in. Den letzten Teilen. Ich glaube, 8. 9 und 10. Nur noch gecheatet. Das fand ich eigentlich ein bisschen. Das hat aber ganz einfach dieses beschissene Konzept, was ich da damals hatte. Und zwar, das 10-Folgen-Konzept. Davor hatte ich. Was hatte ich davor? Warte mal. Ich glaube, davor war, glaube ich, Luxus an der Tycoon oder sowas, ne? Und Rollercoaster Tycoon. Das waren alles Projekte, die, vorher auch waren. Rollercoaster Tycoon 3 war für 5 Folgen, sage und schreibe, 5 Folgen, sage und schreibe, 50 Minuten Spielzeit. Das kann man als, ja, das kann man mal als Review nehmen, aber doch nicht als ganzes Let's Play. Naja, ich weiß auch nicht, was da damals in mich gefahren war. Das war halt, das war so eine Zeit, wo ich pro Woche, glaube ich, 1-2 Videos hochgeladen habe. Da ungern immer Sachen parallel laufen gelassen habe. War natürlich dann auch wesentlich gefährlicher hier in der Kurve. Wesentlich weniger Aufwand. Und ich möchte eventuell nochmal dran erinnern, was das für ein Aufwand ist mit den ganzen Videos, die ich hier betreibe für euch. Viele denken ja, ich setze mich hier nur hin, fertig. Aber das Stecken pro Woche. Mindestens 4-5 Stunden Arbeit drin im Ganzen. Das sind ja schließlich nicht nur die Aufnahmen, möchte ich bitte vermerken. Und ich finde es schade, wenn sich das dann kein Arsch anguckt. Also, was sich keiner anguckt, wird abgesetzt. Das ist ja hier, steht im Tim-Grundgesetz drin und ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass bei ETS2 derzeit Flaute ist, ne? Hab ich das schon erzählt? Ich glaube, das habe ich irgendwie schon mal erwähnt, irgendwie. Aber trotzdem, es lohnt sich nicht, Projekte weiterhin zu betreiben, wenn sich das keiner anguckt. Und dann kann man lieber dann ein Projekt machen, was sich dann viele gewünscht haben, oder was sich dann noch da im geplant hatte oder sowas. Denn Cities in Motion wäre ja auch ein sehr interessantes Projekt, meiner Meinung nach.
weit der Knüller. Das sag ich ja immer wieder. Das wäre ja eh GTA 5. Aber da muss da erstmal was geschehen. Und bis das der Fall ist, denke ich mal, haben wir noch genug Zeit zu überlegen, wie man sich das dann alles zurechtfriemeln kann. Also bis gleich in der nächsten Folge. Huch.